Ja, so schnell können sich die Dinge ändern. Im vergangenen Part war noch die Borussia vom Niederrhein unser Rivale, jetzt ist es plötzlich die Borussia aus Westfalen. So, wir spielen natürlich wieder mit der Bestbesetzung gegen Leverkusen, denn sollten wir gewinnen, sind wir einen Punkt am BVB dran. Ich weiß leider Gottes nicht, welcher Gegner uns im letzten Spiel erwartet. Gegen wen haben wir denn noch nicht gespielt? Perfekt. So, das vorletzte Saisonspiel hier in Saarbrücken. Ich glaube, das ist unser letztes Heimspiel. Nochmal alles geben für die Fans. Das Hinspiel war, glaube ich, ein ziemlicher Flop. Da haben wir verloren. Und jetzt können wir etwas sehr, sehr Großes schaffen. Eventuell. Nicht besser abschneiden als der BVB. Das wäre ein tolles Ziel. Aber Leverkusen ist stark. Eine der besten Mannschaften der Bundesliga. Ach, abseits. Schade. Ah, auf Jakob ist wieder der Fokus. Denn der hat zuletzt ein sehr gutes Spiel gezeigt. Ah, das wäre gerade fast sehr gut gewesen. Elfmeter. Ach Mensch, ich will keinen Elfmeter schießen. Okay, es gibt eine rote Karte für Leverkusen. Ich weiß gar nicht warum. Notbremse, keine Ahnung. Letzter Mann auf dem Feld. Oh Scheiße. Mensch, ich hätte meine Fresse, ey. Na gut, aber Leverkusen ist jetzt zu zehnt. Und ich habe den Ball katastrophal verschossen. Weil ich abgerutscht bin. Da muss sie Wanne, 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 Wanne. Wanne, Wanne, Wanne. So, Joe Mary. Und er macht das Tor. Aktuell sind wir einen Punkt am BVB dran. Das könnte so wichtig sein, dieses Tor. Sein 12. Saisontor für uns. Joe Mary. Ah. Oh, Scheiße.
Wow. Jetzt wird Leverkusen aber wieder wütend. Aber wir müssen es ausnutzen, Leute. Das geht nicht anders. Dass Leverkusen nur noch zu zehnt ist. Das heißt, im letzten Spiel geht es noch um was. Wer hätte es gedacht? Hätten wir das Spiel gegen den VfB gewonnen, wer weiß. Hätten wir eine vorteilhafte Position, so hat BVB wenigstens noch den Matchball in der Hand. Und hat es noch in der eigenen Hand, es zu schaffen. Weil wenn die nächste Woche gewinnen, können wir tun und lassen, was wir wollen. Aber jetzt erstmal noch diese Halbzeit gegen Ding spielen. Dann wird es ein Riesenschritt. Jean-Marie macht das 2 zu 0. 13. Saisontor für Jean-Marie. Er trifft im 25-Minuten-Takt. Ist das nicht wundervoll? Ich finde das wundervoll. Na, so einfach wollen sie es auch wieder nicht machen. Auswechslung bei Bayern 04 Leverkusen. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 11, Nadir Amin. Abseits. Ah, Mist. Das wollte ich jetzt aber nicht machen. Auswechseln geht nicht, das ist schade. Abseits. Ach, ich glaub's ja nicht. Boah, das war knapp. Sinkraven, war der nicht noch woanders? In einer anderen Saison? Keine Ahnung. Das war nix. Ja, Boateng geht jetzt raus. Brugger kriegt nochmal einen Einsatz. Oder kriegt nochmal Einsatzzeit. Was auch sehr wichtig ist. Dass er niemand vergessen wird. Ach Mensch, er kommt auch noch so spät. Puh, oh, schade. Jetzt heißt es nochmal zittern. Das, obwohl wir hier ein Mann mehr sind. Jetzt sind es die überlegten Aktionen, die entscheiden.
noch 5 Minuten durchhalten. Ich meine, selbst bei einem Unentschieden wäre es noch möglich, aber dann müssten wir gewinnen. Okay, müssen wir so oder so. Sehen wir es an, wir müssen so oder so gewinnen, aber jetzt müssen wir schauen, dass wir den Punkt halten. Oder sehr gut, abseits. Sehr schön! 3-1! Durch niemand geringeren als er hier, unserem Top-Torschützen. Und ich denke, das dürfte sein. Oder? Pfeife ab. Gut gemacht. Und das war's! Bayern 04 Leverkusen ist bezwungen. Wir sind einen Punkt dran an der Europa League Quali. Und es entscheidet sich alles am letzten Spieltag. Ja, der Will möchte gerne spielen. Vielleicht setzen wir nochmal ein. Und das ist das Einzige, was noch für uns geht, nämlich Dortmund überholen. Wobei es wird sich jetzt eh gleich entscheiden. Noch bevor wir gespielt haben, denn FIFA setzt es immer nach vorne, dass wir quasi übrig bleiben zum Schluss. Oder nicht? Tatsächlich nicht. Ne, es ist alles auf den 33. Spieltag gesetzt. Unten ist Hannover abgestiegen. Hamburg und Bremen und Schalke, also alles Mannschaften, die eigentlich in der... Guck mal, die unteren vier sind alle in der zweiten Liga eigentlich. Was soll ich dazu sagen? Was will ich dazu sagen? Werder, Schalke und Augsburg sind alle noch im Abstiegskampf. Also die können alle noch absteigen. Meisterschaftstechnisch und Champions League technisch könnte Gladbach noch für die Champions Gladbach könnte sich noch qualifizieren. Bayern ist Meister, langweilig. Hertha auf jeden Fall in der Champions League, Leverkusen in der Champions League, ja, in der Champions League, obwohl sie verloren haben gegen uns. Leipzig ist noch nicht in der Champions League, aber da streiten sich jetzt noch Gladbach und Leipzig drum. Und Dortmund und Saarbrücken streiten sich noch um den letzten Europa-League-Platz. Also es wird ein spannender letzter Spieltag werden und auch ein spannender letzter Part von diesem Let's Play. Denn ihr wisst ganz genau, Leute, ich hoffe doch, dass ihr es wisst, das wird unser letztes Spiel sein. Zu Hause, auswärts beim FC Augsburg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist...